Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch in einer weiteren Woche meines Aufbrauchprojekts. Und diese Woche ist ein bisschen was leer geworden, aber zuerst wollte ich euch mal zeigen, was ich mir an einem regnerischen Tag quasi gegönnt habe. Und zwar ist das kein Kauf oder so, sondern ich habe mir mal den Luxus gegönnt, alle meine Nagellacke zu swatchen. Damit ich quasi, wenn ich mir ein Outfit aussuche, vorher auswählen kann, welche Farbe wohl am besten dazu passen würde, ohne am Kühlschrank zu stehen. Und das wollte ich euch mal zeigen. Ich finde, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Und ja, ich meine, am Ende des Tages hat es nichts gekostet, außer ein bisschen Nagellack. Das Glas, das ist, könnt ihr glaube ich sehen, eine alte IKEA-Kerze gewesen. Also von daher denke ich, es ist ganz okay und ich teste mal, wie gut ich damit jetzt zurechtkomme und ob es mir was hilft bei der Auswahl meines Nagellacks. Wo wir schon bei Nagellack sind, ist es leer geworden von Eveline, der Nagellackentferner. Den kaufe ich eigentlich immer nach, da sind 200 Milliliter drin und ich glaube, er kostet unter 1 Euro. Also absolut okay und funktioniert. Und auch leer geworden sind die Two-Day-Wattepads, 120 Stück. Ich meine, das ist mit dem Nagellackentferner zusammen keine Überraschung. Das ist eigentlich das Einzige, wofür ich Wattepads tatsächlich brauche, weil wenn ich irgendwas auf mein Gesicht auftragen will, dann mache ich das mit den Händen, weil ich das Gefühl habe, dass es dann irgendwie, keine Ahnung, wie soll ich sagen, dass ich es besser einmassieren kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite so, dass ich weniger Produkt tatsächlich brauche, weil das Wattepad ja auch was aufsaugt. So. Und leer geworden ist außerdem noch eine Sheetmaske Forever Young bei Jean-Pierre. Keine Ahnung. Und das war Gurke. Und das sollte irgendwie, wie heißt das noch gleich? Ja, feuchtigkeitsspendend sein. Ich fand, das war ein ganz spannendes Gefühl und ich glaube, dass es, wenn es sehr warm ist, auch besonders angenehm. Ich hatte zwischenzeitlich so ein bisschen das Gefühl, dass es so vor meinem Gesicht glitscht, während ich einen Film gucke. Mein Mann hat sich wieder köstlich amüsiert und sich gefreut, dass wir wieder zurück zu den Masken gekommen sind, wo ich aussehe wie ein Geist. Ja, ich glaube, ich gehöre zu der Sorte unordentlicher Poltergeist, aber macht ja nichts. Es sind, glaube ich, noch 4 oder so in der Packung. Das heißt, ich kann sie auch noch ein bisschen besser austesten demnächst. Okay, machen wir weiter mit dem Manhattan Soft Compact Powder in der Farbe 0 transparent. Er war natürlich nicht transparent, hier sind noch, wow, die letzten Krümel. Aber es ist so alles in allem leer, die fallen jetzt auf meinen Schreibtisch. Yay! Es wird ganz toll, wenn ich nächstes Mal ein Buch reinlege. Er war okay, also ich konnte nichts Schlechtes darüber sagen. Ich hatte das Gefühl, wenn man das mit dem Beauty Blender unter die Augen gemacht hat, es hat super funktioniert. Natürlich ist er nicht transparent. Das muss klar sein, wenn man das aufträgt. So, und jetzt dürft ihr zusammen mit mir feiern. Es ist nämlich, das Wunder ist geschehen. Der Max Factor Excess Shimmer ist leer. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Es ist komplett leer. Und ich bin so unendlich froh darüber. Gegen Ende wurde es ein bisschen arg trocken und schwierig aufzutragen und so. Und es ist endlich leer. Und ganz ehrlich, wenn ich das nächste Mal vor so einem Creme-Produkt stehe, so einem Creme-Eyeshadow, ja, und da stehen 7 Gramm, gehe ich vorbei. Egal wie schön der ist. Das hat so lange gedauert. Ich glaube seit Ostern. Und wir haben jetzt Mitte August. Oh Gott. Nein. Nein. Ich möchte nicht so lange jeden Tag ein Produkt auftragen, das mir vielleicht gar nicht so toll gefällt. Es hat geschimmert und was daran sehr, sehr cool war, wo ich dann auch dachte, vielleicht wirst du es deshalb vermissen, ist, wenn man das quasi aufs bewegliche Lid aufträgt und dann von den Urban Decay Eyeshadows was drauf macht,
dann vermischt sich das. Und die nicht glitzernden werden glitzernd und es sitzt nicht so aufeinander, als würde man irgendwas stapeln quasi, sondern es geht zusammen und sieht sehr, sehr toll aus. Das ist, glaube ich, das Einzige, wofür ich dieses Produkt vermisse. Und ich bin froh, dass es weg ist. Nehmt euch einen Moment, feiert mit. Ja, und was mache ich jetzt wieder rein? Also ich habe hier sowas ein bisschen kaputtes. Das ist ein Eyeshadow von Art Deco. Ihr kennt es ja schon, ich habe einige davon. Aber das ist quasi einer, der ein bisschen besonders ist, weil er nicht weiß ist. Und das ist, glaube ich, die Farbe Nummer 10. Das ist ein Glam Couture. Ich weiß nicht, ob das was Besonderes ist, was Tolles ist. Ich habe das irgendwann mitgenommen. Ich glaube, das hat einen super schönen, ja, wie soll ich sagen, ein super schönes Muster obendrauf. Deshalb hat es mir besonders gut gefallen. Der ist so ein bisschen rosé. Und wie ihr sehen könnt, das Glas ist auch schon lange, oder das Plastik, oh mein Gott, ich kann das nicht aufmachen. Da sind voll viele Krümel am Rand. Ich hoffe, ihr seht die Farbe auch so. Ja, dieses Plastik, was da oben reingehört, ist schon lange nicht mehr da. Ich würde sagen, das ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal. Und enthalten waren insgesamt, puh, Gramm anscheinend, weil steht nicht drauf. Doch, 2,5 Gramm. Also gar nicht so wenig für ein Art Deco-Lidschatten. Den möchte ich jetzt leer machen. Ihr seht auch, in der Mitte ist schon ein Hit the Pan. Und hier sieht man so ein bisschen Riffel. Let's give it a try. Den habe ich auch zwischenzeitlich mal als Highlighter benutzt, als ich noch keine Highlighter hatte. Hat sich aber nicht so toll gemacht. Und dann habe ich einen weiteren Puder aus der Schublade, der auch endlich mal gehen soll. Der ist von Shiseido L3 Golden Beige, ist die Farbe. Und da waren insgesamt 12 Gramm drin. Und so sieht das gute Stück aus. Es hat da schon einen Hit the Pan. Ich habe das ein oder andere auch mal als Augenbrauenpuder benutzt. Aber insgesamt sollte es jetzt wirklich mal gehen, weil es ist wirklich mega alt. So. Und das waren auch schon die Produkte, die ich diese Woche aufgebraucht habe. Insgesamt aus meinem Projekt und was ich jetzt ersetze. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Und wir sehen uns ganz bald. Bis dann. Ciao.